Sorry, ganz, ganz kurzes Video. Es sieht momentan mit der Zeit ganz schlimm aus bei mir. Die 6-2 reibt richtig krass an meinen Nerven. So richtig schlimm ist es eigentlich nur noch die nächsten 2 Wochen. Und die 3 Monate danach, beziehungsweise 4 Monate danach, kann es auch noch schwer sein. Das bedeutet, ich krieg's momentan einfach nicht geregelt, regelmäßig hochzuladen. Ich krieg's nicht hin. Ich versuche mich weitestgehend an meinen Upload-Plan zu halten. Aber es ist gerade wirklich, wirklich schwer. Ich bin jeden Tag zwischen 17 und 21 Uhr zu Hause und muss dann immer lernen, Seminararbeit schreiben oder Hausaufgaben machen oder Vorträge vorbereiten oder sonst da was. Ich habe gerade wirklich keine Zeit. Es ist richtig, richtig schlimm. Und so halt mal ein Video zu rendern, dauert zwar 1,5 Stunden und das nur im Hintergrund. Das Problem ist aber, während dieser 1,5 Stunden muss ich ja trotzdem den PC anhaben. Das heißt, ich muss zu Hause sein und darf noch nicht ins Bett gehen. Dann, nachdem das Video 1 bis 1,5 Stunden gerendert hat, muss es auch noch 1,5 Stunden hochladen. So lange muss ich auch da sein. Das heißt, rein theoretisch, nur um ein Video hochzukriegen, brauche ich allein 3 Stunden, die ich zu Hause bin. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 17 Uhr zu Hause bin, dann vielleicht noch Abendesse meine ich, und dann das ganze Schulscheißzeug mache und währenddessen mein PC nicht an ist oder ich gar nicht zu Hause bin oder was auch immer. Ich krieg's nicht immer hin, jeden Tag 3 Stunden den PC anzuhaben. Das ist momentan echt ein großes Problem. Ich gebe mir Mühe, mich weitestgehend jetzt dran zu halten. Aber das 18:30 Uhr Projekt kommt jetzt vorerst nur jeden zweiten Tag anders als geplant, weil ich das einfach sonst nicht hinkriege. Ich hoffe, ihr habt Verständnis.